Nach Love Island VIP, Yasin probierte es bei Jill Lange. Bei Love Island VIP war für Jill Lange, 24, als erste Kandidatin Schluss, bei der ersten Paarungszeremonie entschied sich Yasin Mohammed, 33, gegen die Tattoo-Liebhaberin und für die geheime Granate. Doch ausgerechnet der soll ihr jetzt ständig SMS schicken. Yasin schreibt mich gefühlt jeden Tag an, der ist komplett in Love, verriet Jill im Gespräch mit Bild und ergänzte. Wenn er die Folgen von Love Island VIP im TV schaut, schwärmt er laut seines Kumpels immer noch von mir. Ich antworte ihm aber nicht immer auf seine Nachrichten. Dass TV Casanova Yasin und sein Kumpel Gigi Birofio für sie nicht in Frage kommen, war für die Influencerin von Anfang an klar. Bei Yasin oder Gigi wusste ich schon von vornherein, die sind nicht mein Typ und das wird sich auch nicht ändern, erklärte die Reality-TV-Darstellerin gegenüber dem Blatt und betonte: Yasin ist kein Mann für eine ernste Beziehung. Daraus wäre nichts geworden. Bei der ersten Paarungszeremonie hatte Jill ihr Stimmrecht verloren, da sie zuvor zur größten Red Flag gewählt worden war. Dass Yasin sich für die geheime Granate und gegen sie entschied, erklärte sich Jill im Promi-Flash-Interview so: Ich glaube, Yasin hätte sich für mich entschieden, wenn ich ihm davor nicht gesagt hätte, dass das mit uns nichts wird und er mich deswegen auch nicht wählen soll.